Grässer, Österreichs bestes Bier. Träumen Sie davon, Hausbesitzer zu sein? Träumen Sie nicht nur, sondern setzen Sie Ihren Wunsch in die Tat um. Kärntner Haus ist Ihr kreativer Partner zur Verwirklichung Ihrer Wohnträume, egal ob Ziegelmassiv oder Holzriegelbau. Kärntner Haus, mit Vertrauen bauen. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Unser Schlagerspiel der Runde präsentieren wir diesmal aus der Gebietsliga Mürz. Da wird an diesem Wochenende die 7. Spielrunde ausgespielt und da trifft der Tabellendritte, der SV Breitenau, auf den Tabellenvierten, auf den SV Dragös. Das wird sicher ein ganz, ganz heißes Match und hart umkämpft. Bei Breitenau gegen Dragös, da treffen zwei Teams aufeinander mit der gleichen Spielanlage. Fußball, kampfbetont, geradlinig und mit gesunder Härte. Da schon her, die Tormann-Legende Erwin Galicic ist noch immer im Geschehen, als Ersatztormann und Tormann-Trainer der Dragösser. Dragös in Blau-Gelb hat Ankick, das Match leitet Alfred Hofer aus Großsteinbach, ein Referee mit Routine. Gleich in Minute 2, erster Breitenau-Angriff, gute Flanke von Deusl auf Weberhofer. Weberhofer verköpfelt ganz knapp. Nun die Dragösser, der quirlige Christian Bollerus setzt sich da durch. Schöner Pass auf Kindermann. Kindermann lässt da diesen hochkarätigen Sitzer aus. 10 Minuten gespielt, Spielstand 0:0. Beide Teams hier eine Großchance. Eckball Breitenau, scharfer Ball zur Mitte, ein Abwehrfehler der Gäste und Marco Klammer ist zur Stelle und drückt ein. 1:0 für Breitenau in der 14. Spielminute. In Minute 16 gibt es für Huber Breitenau nach Attacke an Götschl Gelb. Das Match in den ersten 20 Minuten rassig, kampfbetont und abwechslungsreich. So haben wir uns das vorgestellt. Einwurf Dragös. Angriff über den starken Christian Bollerus. Bollerus zieht in den Breitenau-Strafraum und macht den Ausgleich zum 1:1. Die Freude bei den Gästen groß. Die Gäste legen nach, ein Pass in die Tiefe auf Marc Riegel. Natter, der Breitenau-Torhüter, wirft sich entgegen. Schiri Hofer zögert nicht, gibt Elfmeter. Stefan Liebinger tritt an und scheitert an Martin Natter. Breitenau kann tief durchatmen. Dragös ist nun stark drauf und dem Führungstor sehr nah. Dieser Sturmlauf von Bollerus wird von Gusta unsanft unterbunden. Da gibt's natürlich Gelb, keine Frage. Arno Kungl, der Breitenau-Trainer, zittert. Dragös erste Hälfte hat die besseren Tormöglichkeiten. Den letzten Angriff vor der Pause starten wieder die Gäste, aber Christian Bollerus vergibt und mit dem 1:1 geht's vorerst in die Pause. Karl Sitka ist ja ein Urgestein des SV Breitenau, schon 42 Jahre Präsident. Ja, das stimmt. Ich bin als junger, relativ junger Funktionär eben dazugekommen über unsere Firma zu dieser Funktion. Das ist mir bis jetzt behalten. Und momentan viel Freude natürlich mit dem Verein, mit den Leistungen. Das stimmt. Momentan funktioniert und klappt alles bei Fußball. Die sportlichen Leistungen stimmen, das Klima stimmt und wir haben alle sehr viel Freude mit dieser Sektion. Ein steirischer regionaliger Mitteverein ist wieder auf dem Weg nach oben. Wen suche ich da? Den GRK. GRK ist richtig. Ein Breitenauer spielt auch beim GRK. Trainer Bösendorfer. Bösendorfer ist richtig. Und wie heißt der Trainer vom GRK? Che. Alles Che. Du hast meine drei Fragen richtig beantwortet. Gratulation, du gewinnst zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Wonsdorf. Gratulation. Danke.
Eine Fahrt mit der Breitenauer Bahn ist eine Gaude. Die Kicker lassen sich vom vorbeifahrenden Bummelzug nicht ablenken. Breitenau startet gut in die zweite Halbzeit mit einem Weberhofer Kopfball. Auf der Gegenseite kann sich Nata im Breitenau-Tor bei diesem Riegelschuss auszeichnen. Breitenau mit langem Freistoßball in den Dragöl-Strafraum. Weberhofer ist da ganz alleine am Elferpunkt und versenkt den Ball im Gästetor. Spielstand 2:1 für Breitenau. In Minute 58 gibt's Breitenau Freistoß. Johannes Huber trifft mit diesem abgefälschten Freistoß zum 3:1. Bitter für die Gäste. Jetzt wird's ganz schwer. Die Dragöss-Abwehr nun nicht mehr im Bilde, macht's den Breitenauern leicht. Huber hat da keine Mühe, stellt auf 4:1. Das Match ist gelaufen. In 9 Minuten 3 Gegentore. Das ist natürlich ein bisschen viel für die Dragösser. Das Match legt an Härte zu. Karl Stadler muss dann noch wegen Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Feld. Insgesamt gab's 7-mal Gelb, 1-mal Gelb-Rot. Patrick Eberdorfer hat keine Schuld bei den Gegentoren im Dragöss-Tor, wurde von seinen Vorderleuten arg im Stich gelassen. Breitenau hat zweite Hälfte noch einige Chancen liegen gelassen. Das war's aber. Breitenau schlägt Dragöss mit 4:1 und setzt sich auf Platz 2 in der Tabelle. 3 Punkte hinter Tabellenführer Mitterdorf. Dragöss rutscht durch diesen Umfaller auf Platz 7 ab. Die Stimmen zum Spiel. Also die Herbstsaison läuft ja wirklich nach Plan. Vielleicht, weiß nicht, ist der Trainerwechsel der, was das ausmacht. Es wird nicht alles zusammen sein, weil die Mannschaft zurzeit ist top. Jeder ist motiviert. Und auch von unserer Seite, von der Gemeinde her, wir können eigentlich nur das Bestmögliche machen. Und wir stehen auch voll hinter unserem Fußball- und Sportverein. Breitenau ist ja sowieso eine Talentefabrik, wenn man bedenkt, wie viele Spieler den Verein verlassen haben. Der Heinz Donhofer hat sogar im Nationalteam gespielt und bei Sturm Graz zum Beispiel. Ein Heimo Harrer, ein David Harrer, die Baumgartners, wirklich sehr viele Kicker aus Breitenau herausgekommen. So ist es. Also wir können sagen, eine kleine Talenteschmiede oder Kaderschmiede. Und wir sind stolz auf jeden Einzelnen. Und natürlich, wenn man es einmal ins Nationalteam schafft, dann, glaube ich, ist man wirklich ganz vorn dabei. Warum ist man heute in diese Niederlage gelaufen? Erste Halbzeit war man ja noch gut drauf, aber zweite Halbzeit ist man zerfallen. Warum? Ja, genau. Ich finde auch, dass wir eigentlich nach 0-1 eigentlich viele Chancen ausgespielt haben. Leider durch den Elfer, was wir vergeben haben, ist bitter geworden. Aber ich finde, die Tore haben wir nicht gemacht. Die zweite Halbzeit waren wir nicht mehr so gut organisiert eigentlich und sind dann eigentlich in ein paar Konter gelaufen und dann war es eigentlich vorbei, in 5 Minuten eigentlich. Vor allem die Abwehr, die war wirklich sehr löchrig heute. Ja, im Endeffekt, wir haben heute mit 3 Libero gespielt, verschiedene. Also einer, wir haben angefangen, haben mich leider verletzt. Dann mit dem Götzl Martin noch nicht und gleich auch Zerrung geholt nachher und dann mit dem dritten und dann war es eigentlich vorbei. Die rote Karten ist dann auch noch dazugekommen. Dann waren wir hinten eigentlich überhaupt nicht mehr organisiert, das stimmt schon. Ja. Was natürlich schade ist, nach vorne ist natürlich jetzt der Abstand so groß, da ist die Chance für ganz vorne dahin. Ja, wir müssen jetzt so schauen, dass wir wieder eigentlich punkten, dass wir uns auf uns schauen und nicht auf die anderen und schauen, dass wir wieder Siege einfahren. Aber nach vorne werden wir sehen, was noch möglich ist. Der Arno Kungl als neuer Trainer hat in Breitenau einen neuen Winter reingebracht und heute ein 4:1-Sieg gegen Dragöss gehabt. Da ist wirklich alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, speziell die zweite Halbzeit, weil mit der ersten Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und wenn man das gesehen hat, der Gegner hat einen Elfer gehabt. Wenn das den verwerten und noch 300%ige Chancen, kann das Spiel auf eine ganz andere Seite kippen. Aber mit der zweiten Halbzeit bin ich natürlich zufrieden. Und allgemein mit der Mannschaft und mit der Einstellung, muss ich extra erwähnen. Weil wir kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute wie die Löwen. Und das wird nach und nach belohnt. Also mir gefällt es da, mir gefreut es für das Team. Das ist eine junge Mannschaft, ich bin ein junger Trainer. Und wenn da ein Erfolg dazukommt, ist es perfekt. Also ich bin sehr stolz auf mein Team.